Interview und Analyse zum 9. Rennen. 9. Tagesprüfung, Prix Gorsteller Restonica mit der 10 Poldigl San, und der war am 7.1. noch nach einer Pause am Anstart. Dass du dann irgendwie die Führung bekommen. Ich glaube, das war nicht unbedingt der Plan, aber da wärst du dann hängen geblieben. Das Rennen hat noch gefehlt, aber zuletzt mit Dominik, es war schon sehr stark, viel außen rumgehen müssen und auch lang einen Geronimo gehalten. Was ist da heute möglich? Mit Rimski natürlich ein sehr starkes Pferd drin, CS Vendetta, aber vor CS Vendetta war der Poldigl San schon. Ja, das kommt, ist sehr Rennfahrerlauf abhängig, gibt zweite Reihe. Also Charles Vintente ist ein sehr gutes Pferd. Rimski braucht man, glaube ich, stellt übers Feld. Also wenn wir in die Geldrennen sind, freue ich mich sehr. Er hat letzte vor 40 Tagen eine gute Leistung gebracht. Und wir werden schauen. Wenn wir unter die ersten drei sind, haben wir das alles gut gemacht. 19 Rennen des Tages mit zwei Teilnehmern, der 3 Bauer Classic und der 8 Celus Triila. Bauer Classic zuletzt wieder im Aufwärtstrend gewesen. 4. Platz war schon eine sehr ordentliche Leistung. Ja, sehr gut gelaufen. Da war ich sehr zufrieden. Doch eigentlich aus dem Nichts gekommen und war gut, würde ich sagen. Das war ansprechend. Celus Triila, gerade in einer Garnitur, wo viel vom Rennverlauf abhängt, ist die Startnummer schon teilweise ausschlaggebend. Die 8 wird alles andere so optimal. Was erwartest du dir hier? Ja, sehr schwierig. Natürlich ist die Nummer 8 nicht von Vorteil. Auf der anderen Seite auch bei ihr ist Laufvermögen da. Und man muss sehen, aber ich glaube schon, dass sie in der Lage ist, hier mitzulaufen, und auch sie darf man nie unterschätzen. Auf einmal will sie gewinnen und dann macht sie das auch, wobei es heute schon ungemein schwierig werden wird. 19 Rennen mit einem haushohen Favoriten. Aufgrund seiner letzten Leistungen wird sich das jetzt auch nicht anders reden lassen. Startnummer 12, ein Problem? Könnte ein bisschen viel Verkehr sein, ja. Wenn viel Verkehr ist, du wirst es nicht auf den Schluss ankommen lassen, denn die Position nach dem Start wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die beste sein. Ja, das vermute ich auch, und mal schauen, wo man liegt und dann, wo ich losfahre, wie er sich fahren lässt. Das ist wie beim Lorenz, das wird alles der Rennverlauf entscheiden und hoffen, dass ich zum Schluss vorne bin. Er hat mir aber vom Pferd her die letzten Starts eigentlich sehr stark gewirkt und auch eine Ausstrahlung nach außen hin, sehr autoritär, also sehr präsent. Du hast ihm da auch beim Sieg am Silvestertag in Wien in der Todesspur, und warst du eigentlich das ganze Rennen schon sehr sicher, hat mir gewirkt, dass es trotzdem außen rum geht. Ja, also wie du schon gesagt hast, der hat jetzt so eine Ausstrahlung, der hat es jetzt richtig gemausert die letzten Zeit. Sieht super aus, kommt gut daher, gibt 100%, und ja, ich hoffe, es geht so weiter, bergauf. 9. Rennen, die Startnummer 11, Ambras Vici, da stehen 4., 5., 6. Plätze. Ausgangslage wird es wahrscheinlich so schwer machen, dass es auch nichts anderes wird, obwohl die Leistungen eigentlich immer sehr gut sind. Ja, der bringt schon gute Leistungen. Oder natürlich jetzt mit solchen Pferdemuster ein bisschen versteckt davon, jetzt teilweise nicht unbedingt die ersten Chancen haben. Aber er läuft wirklich treue, brave Rennen, und so wie das letzte Mal mit Dominik ist er wieder angestanden im Einlauf. Wäre sicher Platz 3 bis 4 möglich gewesen, aber das ist immer so. Das heißt, das können wir da, aber es hängt eigentlich vor allem mit der Ausgangslage auch viel von den Gegnern ab. Ja, zu offensiv kann man ihm nicht vortragen, weil das will er nicht, und dadurch bist du halt abhängig, dass irgendwo eine Lücke aufgeht und bist vom Glück abhängig wird. Das heißt, realistisch eingeschätzt, wie das so ein kleines Geld? Ja, realistisch eingeschätzt, sofort man auch einmal auf ein kleines Geld, und was es dann mehr gibt, ja, nehmen wir auch.